Oh, damit sage ich erstmal ein herzlich willkommen zum neuen Let's Play GTA 5. Mein Name ist Pixelos und ich danke euch fürs Zuschalten. Wir sind immer noch auf, ja, in der Mission. Wir wollen uns einen Hubschrauber klauen. Jetzt bin ich mal unterwegs mit dem Motorrad. Macht auch Sinn, so eine Sportmaschine im Gebirge, aber sie ist geländefähig. Deswegen nutzen wir das einfach aus und ja, probieren unser Glück. Ich weiß noch nicht genau, wie ich am besten fahren muss. Weil das Problem ist halt, man muss irgendwie auf das Flugfeld kommen. Und dann ganz schnell zu dem Hubschrauber. Vielleicht wäre Fliegen auch eine Möglichkeit. Man fliegt einfach über das Flugfeld und dann springt man mit dem Fallschirm ab. Könnte man auch mal probieren. Wir versuchen das jetzt erstmal mit dem Moped. Okay, mit dem Moped war das ein schlechter Versuch. Aufgemächt. So. Gibt es nicht irgendwie so einen Schleichweg da rein? Natürlich wahrscheinlich nicht. Und mit der kann man leichter hüpfen. So, lass uns mal die Position suchen, wo der Hubschrauber ungefähr sein müsste. Wie kriegen wir das hier hin? Wenn ich den sehen würde, wäre es gut. Ach, jetzt zieh doch nicht dein Helmchen auf da. Nordhelmchen. So, dann fahren wir mal hier links. So, und jetzt ziehen wir uns mal eine Waffe mit einem Zielfernrohr. Vielleicht geht's damit. Das müsste er sein, oder? Okay, gut. Abgesägt. Gut, dann probieren wir das nochmal. Ob wir hier nicht irgendwie hochkommen. Ich müsste ja eigentlich nur... Was, hey? Hier irgendwie hochkommen. Okay, dann probieren wir es aus. So ein total in Slow-Mo.
So, es wird spannend. Also, erster Versuch. Aua, was macht denn die Steine hier? Spinniges Ding hier. Verdammt. Ach verdammt, wie komme ich denn jetzt am besten hoch? So, scheiße. Steht einer rum? Ich denke, wir probieren mal was anderes. Aber ich bräuchte erstmal einen Fallschirm und dann. Also wir brauchen einen Fallschirm und wir brauchen. Jetzt erstmal brauchen wir einen Waffenshop und dann brauchen wir ein Flugfeld. Erstmal Helm aufziehen. Komm, zieh den Helm auf. So, weiter geht's. Mal gucken, ob der Plan funktioniert. Für mich wie beim A-Team. Geht nur noch, dass man sich so einen Wagen zusammenschweißt, mit dem man da einbrechen könnte. Ihr habt den Cargo Bob zurückgelassen, ja schön. Muss ich das jetzt so probieren oder was? Das ist doch Kacke. Das Problem ist, ich komme da halt gar nicht da rein. Ich komme da nämlich ja gar nicht rein. Das ist ja das Ding. Kannst du mal probieren. So. Für den Arsch. Und für den Arsch. Das schaffe ich nicht hoch. So schräg wie möglich. Autsch!
Also ich glaube, ich will mal sagen, das schafft man so nicht. Da kommst du nirgends hin. Keine Chance. Upsie, fast am Baum geklatscht. Es muss doch eine normale Date Möglichkeit geben, irgendwie reinzukommen, ohne dass man gleich im Experiment drauf geht. Um an den Hubschrauber zu kommen. Trevor ist tot. Ja, sehr schön, super. Ich könnte kotzen. So, jetzt habe ich aber eine andere Idee. Die machen wir jetzt auch. Ja, ich habe den zurückgelassen. Komm. Ja, möchte ich. Ah! So, nochmal. Trevor, zieh dir bitte den Helm auf. So, Ammunition, genau. Hey, Dude, just buy something and leave, okay? Grade A armor there. Good purchase. So, wir brauchen einen Fallschirm. There should be at least three more Second Amendments. All out of that. Ich krieg den nicht. Thanks. Come back soon. Ach, verdammt, die krieg ich auch nicht. Können natürlich mit dem Granatwerfer versuchen. Voll. So, Griff. Zielfernrohr auf dem Granatwerfer. Ne, wir können es mal probieren. Was haben wir noch? So drauf. This one's great for self-defense. Können wir noch gebrauchen. Schalldämpfer, ne? Shotgun finde ich mal cool. So, was hatten wir denn noch an Waffen? Den haben wir schon ausgerüstet. Großer. So, was können wir noch gebrauchen? Gun safes are for pussies. Bomben, Granaten, genau.
Excellent choice. Excellent choice. Ja, wie machen wir das jetzt? Das ist eine blöde Frage. Kontakte. Was ist bei einem Luftschiff? Atomic Blimp Services, how can I help you? I need a blimp. No expense spared. I'll send one out to you right away. Excellent. Hope it works out for you. Goodbye. Und was macht dieses Luftschiff? Also, Fallschirm können wir uns schon nicht kaufen. Das ist ein bisschen doof. Also schränke jetzt meine Missionen ein. Mit der kann man kein Video machen? Schwach. So, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich muss nur schnell sein. Das könnte funktionieren, das könnte echt funktionieren. Weg da! Es klappt! Ich bin drin! Du heiliger Wunder. So, wo muss ich hin? Erstmal müssen wir den Militärschrauber abhängen. Und schauen wir uns doch einfach mal, was wir wissen. Kopfbegleitung. Ups. Die schießen auf mich! Was soll ich denn den abhängen? Kein Dunst. Ich hab 4 Sterne und das ist nicht gerade gut. Und ich walde. Und es ist ein Geier, dieses Fliegen. Yeah! Hat geklappt, gut. Auf den Weg zum Hangar. Auf einmal. This is a big bird. Michael really better get those lessons. Oh, hi Trevor. The Air Force are missing a chopper. They lost one, that's a shame. We took it, you dick. Add it to the list and I'll tell you when we got the rest of it. Guck mal hier, schöne See. Das war mir aufgefallen. So eine schicke Anlage hier. So. Der spannende Teil kommt dann noch. Landen.
hinten. Das ist eine Baustelle. Das ist der Knast. Oh nein. Ja, nicht so nah rüberfliegen, aber ich krieg nur Stern oder so, weil ich keine Lust zu. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Sieht mir ganz nach dem Landeplatz aus. Yeah! Und wir sind gelandet! Bestanden! Endlich! Klingt besser als ich gedacht habe. Alle Helikopter, die auf Webseiten, ja, okay. Können ja auch Helikopter kaufen. So, das war Mission Punkt 1. Jetzt kommt der zweite Streich. Brauchen wir was für ein neues Auto? Irgendwas schnelles. So, was haben wir denn da? Ach, wir nehmen einfach ein Moped. Ein Motorrad. Ja, während ich dann auf dem Weg zum zweiten Ziel bin, würde ich sagen, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn es nicht so wirklich schnell vorwärts ging. Es waren ein paar Sachen zum Scheitern drin. Ja, wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr mir auch ein Like hinterlassen. Ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet, wenn es wieder heißt TDA5. Bis dahin, bleibt mir gewogen, euer Pixelhusten.